Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es gut und du konntest die vergangenen schönen Tage genießen. In der heutigen Episode gibt es mal wieder einen Dialog. Der Dialog ist erfunden, it's invented, und es geht um ein Bewerbungsgespräch, a job interview. Und zu Beginn noch ein paar Vokabeln, die für dich vielleicht hilfreich sind. Die Stärke ist the strength. Die Stärke, the strength. Wachsen ist to grow. Die Fähigkeit ist the skill. Die Fähigkeit, the skill. Etwas weiterentwickeln ist to develop something further. Weiterentwickeln, to develop something further. Und die Einarbeitung ist the initial skill adaptation training. Die Einarbeitung ist the initial skill adaptation training. Und jetzt viel Spaß. Guten Tag, Herr Schmidt. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Uhrmann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Haben Sie gut hergefunden? Ja, alles gut. Es war ganz einfach. Ich bin mit der Bahn gekommen. Das freut mich. Ja, die Verbindung ist ja auch wirklich gut. Dann fangen wir gleich an. Können Sie mir etwas über sich erzählen? Ja, natürlich. Ich heiße Lennart Schmidt, bin 28 Jahre alt und habe Betriebswirtschaft studiert. Nach meinem Studium habe ich 2 Jahre in der Buchhaltung gearbeitet. Das klingt gut. Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Ich habe von Ihrer Firma viel Gutes gehört. Sie bieten interessante Projekte und ich möchte mich gerne weiterentwickeln. Das freut uns zu hören. Welche Stärken bringen Sie mit? Ich bin sehr organisiert, kann gut im Team arbeiten und ich bin flexibel. Außerdem lerne ich schnell neue Aufgaben. Das sind wichtige Eigenschaften. Und wie gehen Sie mit Stress um? Ich bleibe ruhig und versuche, die Aufgaben Schritt für Schritt zu lösen. Gute Planung hilft mir dabei. Auch eine Absprache im Team ist mir sehr wichtig. Sehr gut. Was sind Ihre Ziele für die nächsten Jahre? Ich möchte in meinem Beruf wachsen und neue Fähigkeiten lernen. Vielleicht kann ich in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen. Das klingt nach einem klaren Plan. Wir freuen uns immer über Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln möchten. Haben Sie noch Fragen zu der Stelle? Ja. Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Ein typischer Tag beginnt meist mit einer kurzen Besprechung im Team. Dann arbeiten Sie an Ihren Projekten, oft in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. Es gibt auch immer wieder neue Aufgaben, die spontan reinkommen. Das klingt interessant. Und wie läuft die Einarbeitung ab? Wir bieten eine ganz ausführliche Einarbeitung. Sie bekommen eine Kollegin oder einen Kollegen, der Ihnen alles zeigt und Sie unterstützt. Und wie sieht es mit dem Gehalt aus? Das ist für mich natürlich interessant.
Ja, Sie würden in Vollzeit 40.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Je nachdem, wie es dann läuft, können wir nach einiger Zeit gern nachverhandeln. Und wie viele Urlaubstage hätte ich? Sie hätten 30 Urlaubstage. Außerdem haben Sie Benefits wie eine Vergünstigung im Fitnessstudio. Außerdem haben wir immer eine ganz tolle Weihnachtsfeier in der Firma, wo wir es auch mal richtig krachen lassen. Oh, sehr gut. Das klingt doch gut. Vielen Dank für die Informationen. Sehr gerne. Eine letzte Frage. Wann könnten Sie denn bei uns anfangen? Ich könnte ab dem 1. Dezember anfangen. Ja, das passt gut. Wir melden uns in den nächsten Tagen bei Ihnen. Vielen Dank, Frau Uhrmann. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. Danke, Herr Schmidt. Auf Wiedersehen. Kommen Sie gut nach Hause. Und das war die heutige Episode. Bitte erzähle deinen Freunden und deiner Familie von dem Podcast. Du kannst mich per Mail kontaktieren oder auf Instagram unter Slow German with Culture. Ich hoffe, du hast noch einen sehr schönen Tag. Bleib vor allem gesund. Tschüss!